Tachchen, Leute. Hallöchen, Freunde. Willkommen bei der Abscheulichkeit. Endlich geht's los. Wir haben beim letzten Mal die T5-Bombe, glaube ich, entdeckt. Und ich weiß es nicht mehr, aber... Irgendeine komische Bombe. Oh, shit. Naja, und haben dann festgestellt, da ist vielleicht ein ganz großes Vieh. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, aber wir kriegen das schon hin. Es ist in diesem Level nur der eine Fight. Unser Heli liegt hier schön rum, den kann man schon gut erkennen. Oh, da bin ich noch gar nicht. Ich suche noch eine Karte für uns aus. Ich frage mich, was du immer für Karten aussuchen musst. Ich habe das nie. Ich hatte das einmal ganz am Anfang, dass ich Karten aussuchen musste. Und inzwischen... Ich habe immer ganz viele Karten zur Auswahl, die ich mit reinpacken kann. Ja, inzwischen gar nicht mehr. Ich nehme das. Gruppenumarmung. Okay. Extra Leben für uns. Philipp lebt noch. Wir begeben uns jetzt zum Treffpunkt. Karabiner. Nice. Karabiner ist schon mal gut. Hier habe ich eine gute Seitenwaffe. Na ja, klar, dass er sich genau meine Waffe sucht. Die Karabiner? Weiß nicht, ich hatte gerade einen und dann war sie weg. Willst du die Karabiner? Nur Scheiße rum. Willst du die Karabiner? Dann nehme ich das MG. Nee. Vielleicht kann man sich auch noch irgendwas Gutes kaufen. Eine Vector, die mit der bin ich auch einverstanden. Dann kaufe ich mir die Vector und du kannst die Karabiner haben. Mir ist das egal. Oh Gott, hier ist ja auch nur Müll drin. Komm, Schatz, nimm die Karabiner. Ich habe sie dir hingelegt. Danke. So, dann kaufe ich mir die Vector. Pack da noch ein Visier drauf. Kauf mir davon noch was. Oh, ich muss unbedingt die andere loswerden. Weg damit. Nehmen wir noch das. Nehmen wir noch ja gar keinen. Was nehme ich? Eine Köderdose, glaube ich, ne? Ja, die Köderdose ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Das gute alte Boomerbeil. Haben wir sonst noch irgendwas Geiles? Vielleicht kann ich hier noch... Ja, hier noch ein Visier drauf. Sind es irgendwelche geilen Dinger, wo ich noch was runterschrauben kann? Vielleicht den Mündungsdämpfer da für die Pistole, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das brauche ich unbedingt. Das brauchen wir... Das müssen wir machen. Okay, ich würde sagen, ich packe Gesundheit fürs Team rein und Munition fürs Team. Ich schmeiß das Ding runter. Ja, können wir gerne machen. Das nehme ich. Und das für die Pistole. Ja, okay. Dann hat sich das wenigstens gelohnt. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was habe ich denn hier noch? Nee. Brauche ich auch nicht. Unterstützungsplatz. Die Qualität. Oh, bin vollkommen ausgelastet. Nehme ich das noch. Ja, und jetzt habe ich auch nur noch 800. Ich würde sagen, let's und a go auch noch, ne? Let's fetz. Holy fuck, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe richtig Schiss. Das Ding war riesig. Oh. Da sind direkt ja, Freunde. Ich seh's. Zwei sogar. Also da sitzt noch einer hinter. Noch so was Dickes? Also eben war da noch was Dickes. Wir nähern uns jetzt der Kreatur. Gott, hier gibt es unzählige Tunnel. Gasflasche hier. Unzählige Tunnel? Gasflasche hier. Oh, da ist was. Hi, Kotzi. Da, tschüss, Kotzi. Zerstöre den Tentakel. Oh, da ist ein Tentakel. Der hinter uns und der unter uns. Oh, hallo, Tentakelchen. Oh. Da ist noch einer. Oh, hier kommen auch normale. Benutze ich den doch einfach mal direkt. So. Oh. Hallo, weg mit euch. Beschützt euch mal den normalen und ihr macht den Tentakel. Ah ja, ich hab ihn mal hingelegt, ne? Was? Ja, ich. Auf einmal hatte ich plötzlich 10 normale neben mir. Und hab das nicht so richtig realisiert und dann. Jetzt flieg ich. Schön. Geht ja richtig gut los, Mensch. Ja, also, das geht richtig gut hier. Ich hau weiter auf den Tentakel, also. So.
Ach, jetzt brennen wir auch noch. Jetzt brenne ich auch noch. Oh, dafür stehe ich wieder. Moment, ich heile mich mal ganz kurz. Oh, da kotzt es. Kann mich nicht heilen. So. Stehst du wieder? Hier ist ja alles. Ja, aber hier ist alles gerade. Alles, alles. Ey, ich habe mich geheilt und bin schon wieder tot. Oder zumindest fast. Oh, ne, jetzt habe ich mich hingelegt. Ach, ist das entspannt, hier so ein bisschen zu liegen. Oh, vor allen Dingen in der Kotze. Perfekt. Danke. Na komm. Guck mich an, du blöde Mistvieh. Hey. So, das so, war nächster. Das. Hey du, oh, ich mache hier mal eben die Kiste auf. Oh. Dankeschön, dass du deine Freunde umbringst. Boah, ist das widerlich. Oh, weg mit euch. Der ist down. Geht's dir noch gut? Ja, ja. Na komm jetzt hier. So, weg mit dir. So. Weg. Tschüss, Mr. Tentakelmann. Oh, meine Fresse. Alter, das hat mich doch ein bisschen... Wir müssen da rein. Bevor wir da reingehen, lass uns hier lieber noch nach Muni und alles einsammeln. Hier haben wir noch eine Standardkarte. Jetzt ergibt es Sinn. Ich will auch Pinguine sehen. Ausdauer. Wir sehen von Bobbel. Ja, wahrscheinlich unten. Ja, gibt's Sinn. Ach, brauch ich. Okay. Ich glaube, ich bin soweit. Ich glaube, ich heile mich voll. Oh. Wurde von irgendwem gerade. Ich stand nicht. Ich hab nichts mehr zu heilen. Mein Zeug ist schon kaputt. Das ist einfach alles eklig hier. Hui! Oh Gott. Hi. Jetzt ein Bubbel im Rachen. Mhm. Oh. Mandelsteinchen. I. Der da oben auch. Tentakel. Ach so. Mach auf! Holt er da, ja? Sag also, ah! Sieht so aus, als hätte der echt Probleme mit den Mandeln, muss ich wirklich sagen. Sag ah! Oh ne, da sagt erstmal der Tentakel da. Oh, vier Stück. Lecker. Sag doch mal ah! Au! Nicht ich! Ich glaube, das ist so eine. Du kannst von oben und von unten angreifen, Variante. Oh, no! Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was du mir damit sagen möchtest. Dass du oben bleiben kannst und da die Tentakeln angreifen, weil die ja auch zu ihm gehören. Weißt du, was ich meine? Nee, ich. Meinst du? Dass einer hätte oben bleiben können? Ich glaube schon. Aber es stand doch da, dass wir alle nach unten sollen. Stand nicht alle. Wesley Crusher ist da. So, der muss auch weg. So. Aua. Oh, no. Ey, was passiert hier denn? Ich ach, ich habe mich hingelegt. Das passiert hier. Ja, ich verstehe das. Ich mach den mal gerade. Ich bin aber auch ein fauler Hund. Würde mich jemand? Denk dran, ich rechne nach Stunden. Lies halt genau vor dem Eingang. Ja, ich wurde wieder weggedrückt. Alles gut. Ich werde die ganze Zeit weggedrückt von dem Ding. Okay, dann nicht. Oh, der hat nur noch einen Millimeter. Ja, irgendjemand hat mich auch aufgehoben, also alles ist alles gut. Könnt ihr jetzt mal aufhören zu kotzen? Kannst du deinen Mund wieder aufmachen? Oh, toll. So. Da kommt ein Tallboy. Der kommt nicht gleich weg. Oh, no. Oh, Runde 2. Ja. Runde 2. Musst du nur noch lernen, wie man damit zieht. Oh, er geht. Was habe ich hier noch? Muni. Okay. Oh, warte mal. Da hinten hat was geglitzert. Achso. Das war die Muni.
Okay, wir müssen ihm also hinterher und seine Kacke kaputt kloppen. Seine Kacke kaputt kloppen? Ja, guck doch mal. Der erinnert mich irgendwie total an Klumpatsch. Oh no, Klumpatsch. Bleib hier. Au, oh, das hätte ich nicht tun sollen. Ich bin gleich tot. Warum? Weil ich unter ihn gehüpft bin. Ich wusste nicht, dass man da stirbt. Das ist ganz schön schwer, glaube ich. Also, das würde für mich Sinn ergeben. Oh no, ihr liegt ja alle da drunter. Ja, unsere Bots sind genauso klug wie ich. Ja, und ich wurde von hinten jetzt weggedrückt. Ja, schön. Naja, dann ist es halt so. Mir war zumindest klar, dass wir sterben werden, aber dass wir so dumm sterben werden, hätte ich nicht gedacht. Ja, war halt ungünstig, ne? Es war halt wirklich dämlich. Also ganz ehrlich. Das ist wie in dem einen Level, wo ich einfach irgendwo runtergehüpft bin und dann automatisch gestorben bin. Das fand ich aber witzig. Naja, Runde 2. Vor dem Fenster sitzt eine fette Taube. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Okay, dann weiß ich Bescheid. Oder soll ich mal ein Scharfschützengewehr ausprobieren? Ich glaube, eigentlich werde ich damit nicht so gut umgehen können. Jetzt fliegen hier andere Waffen. Eine UMP ist eigentlich ganz gut. Also ich bin damit immer ganz gut klargekommen. 112. Das gehört mir. Ah, du hast jetzt ein Scharfschützengewehr genommen, oder? Was hast du dir geschnappt? Ich habe die Scar genommen, ja. Okay, das Scar ist kein Scharfschützengewehr. Ja, ich habe nur die Scar genommen. Ja, ich frag doch. Oder was ist das? Habe ich doch so gefragt. Oh, die will ich wieder haben. Oh, die war gut. Oh ja. Entschuldigung, das hört sich falsch an. Was war gut? Was hast du dir gekauft? Die Tech 9. Die hatte ich nämlich. Das nehme ich. Dann jetzt. Komm, nehme ich die als Seitenwaffe. Dieses Kartenaktivierungsding muss da weg. Dieses Kartenaktivierungsding? Was du gerade gemacht hast, das wird mir an der Seite angezeigt und deshalb konnte ich nicht sehen, ob ich das Ding verbessern kann oder nicht. Ich hab doch gar nichts getan. Mir wurde angezeigt, dass du eine Karte gedingst hast. Nicht was ich wüsste. Okay, das erhöht die Reichweite da und das macht da. Nee, das Reichweite, ist das nicht. Reichweite für Genauigkeit. Naja, ich nehme noch das mit. Ich nehme noch das mit. Und. Ich nehme noch das mit. Ausdauer ist auch immer gut. Komm, ich probiere mal das Scharfschützengewehr. Was soll passieren, außer dass wir sterben? Bist du bereit? Können wir? Ja, ich glaube schon, ja. Also ehrlich, was soll passieren, außer dass wir sterben werden? Ach, wir müssen ja da lang. Ich renne erstmal in die falsche Richtung. Hallo. Na, kommt raus, ihr. Hey, Tentakelchen, wo bist du? Ah, der Tentakelmonster. Oh, au, voll getroffen. Schnauze ihr! Okay, der erste ist down. Ich bin gerade beim zweiten. Aua! Mann, ich wollte rennen. Warum erwischst du mich die ganze Zeit? Hallo! Ich muss die mit E, oh. Oh no, ich liege neben Zoe. Das ist in Ordnung, ich liege auch gleich. So, der ist tot. Hat dich schon jemand? Nee, ne? Aua, Mann! Holly. Ach du, das ist Holly. Oh, ich wurde in der letzten Sekunde weggeschmissen. Ihr geht mir alle auf den Sack, ey. Die komplette Rüstung, die ich hatte, ist schon wieder weg. Ich habe auch nur noch einen. Wow. Boah.
Ja, das war's. Säure. Was war das? Die ist der Tag also tot. Okay, schwierig. Ich weiß nicht, was ich von dem Scharfschützengewehr halten soll, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch nicht zufrieden. Also ich... Warte mal, hier sind ja noch Dinger. MG. Also das Scharfschützengewehr ist zwar super stark, aber... Ist noch eine zufällige Karte? Oh, die habe ich schon. Wollen wir runter? Geronimo. In den Höllenrachen. In den Höllenrachen. Bleib von den Löchern weg. Da kommen die Dinger ja gleich. Durch. Ja, aber auf den. Auf. Aua! Hey! Hey, hallo! Danke! Tentakelmon! Erinnert mich auch ein bisschen an Evil Within, nicht nur wegen Klumpatsch, sondern erinnerst du dich... Komm, mach dein Maul auf! Was soll das von? Erinnerst du dich in den U-Bahn-Tunneln an diese komische, unsichtbare Tentakel-Oma? Ja, da war was. Hallo, Mund aufmachen! An die jedenfalls! Schieß ich dir in die Augen. In die Augen glaubt nicht. Ja, ja. Wenn du meinst. Mach den Mund auf. Okay. Das ging besser. Ich hab jetzt auch gezoomt. Steh. Ach, du zoomst sonst nie? Nö. Also, wir haben es verscheucht. Nachladen. Das nehme ich. Hier ist es wichtig. So. Let's go. Du haust ab, Junge. So, wo hast du deinen Ekel? Die sind hier an der Seite gleich. Wir haben Phillips. Komm zum Treffpunkt. Die werden mir immer noch nicht angezeigt. Mir wird auch nichts angezeigt. Ich sehe sie zwar, also den einen sehe ich zwar, aber angezeigt komme ich nicht. Hier oben ist einer. Warte noch! Der oben ist weg! Ja, ist er schon? Ja. Schick! Hinter. Mr. Bot, hinter dir! Hinter dir, Mr. Bot, da ist ganz viel! Da kommt ganz viel von der Decke runter! So, mach einen auf Geronimo. Und hau mir den. Moment! Nein, böser Tallboy! Ich hab ihn mal hingelegt. Ich weiß zwar gar nicht. Ich hoffe, die anderen holen mich. Ich glaube nicht. Das ist gerade ziemlich ungünstig. Wo rennt der denn hin? Wir sind unten. Nee, wo rennt er denn hin? Ach so, ja, das weiß ich nicht. Der haut ab. Mich holt trotz. Ah, du holst mich, okay. Zu deinem Glück bin ich Ärztin. Zu deinem Glück bin ich Ärztin. Danke. Schatz. Danke. Weiß Bescheid. So, ich will da oben nochmal rüber. So, was haben wir hier? Ist drauf. Ein bisschen Muni, okay. Oh, vorbei. Oh, lalalalala. Ich mit dir, du. Oh, hier ist noch ein Bubblepuff. Den nehme ich auch mit. Ja? Ich sammle. Wo will denn Klaus Dieter hin? Seid ihr da? Ja, wir sind hinter dir. Denk dran, wir haben nur noch 3 Minuten Zeit, um den Typen zu besiegen. Ach so, oh. Das wusste ich nicht, das habe ich irgendwie nicht realisiert. Oben in der Mitte geht die Zeit runter. Diese Kreatur ist auf direktem Weg nach Fort Hope. Ihr müsst sie aufhalten. Ihr müsst sie aufhalten. Problem ist, ich weiß nicht von wo. Ich weiß es auch nicht. Nicht die geringste Ahnung. Es fehlt halt auch nicht in der Zeit. Da, unten rechts.
haben die auf der anderen Seite unten links, haben wir das? Keine Ahnung. Ah, das ist jedenfalls kaputt. Oh, da unten drunter ist einer. Oh ja, ich sehe ihn. Haben wir Damage? Nee, ne? Irgendwie nicht. Ich mach gerade Damage. Oh, jetzt wird's mir angezeigt. Wir müssen weiter. So. Oh. Hä? Ach, wir haben es geschafft. Das war's. Und der war aber leichter als gedacht. Oh Mann, nach dieser Sache kann ich ganz sicher nie wieder Nudeln essen. Okay, das verstehe ich. Das erinnert mich an das Zwiebelmett. Schöne Grüße an Quietscheentchen. Los, Schatz, rutsch doch nicht ab! Ich bin abgerutscht, Schatz. Was für Scheiße! Was meinst du, wie viele von denen es da draußen noch gibt? Ich weiß 10. Es nicht, aber ich finde es noch raus. Lass den Macho-Scheiß. Jemand muss was unternehmen. Und dieser jemand bist du? Was macht dich denn so besonders? Na ihr. Ihr alle. Ich sage ja nicht, dass ich es allein mache, oder? Auf jeden! Scheiße, dir kann man aber auch echt nichts übel nehmen, was? Ihr habt ja heute eine Bombenstimmung. Back for Blood. Das war's. Das war die Hauptstory. Und das hier ist wahrscheinlich ein bisschen Claiming auf YouTube, aber hey, was soll's, was ja, soll's, ganz ehrlich. Wahrscheinlich schon. War witzig. Das, oh, geht noch weiter. Hey, habt ihr nicht was vergessen? Vielleicht sollte ich nach Bridgetown. Die bezahlen mich immerhin. Willst du jetzt hier rumzicken oder kommst du mit Frühstücken? Ja, Schatz, komm mit Frühstücken. Aber fragen Sie mal, was ich will, hm? Komm, von euch hat nicht zufällig jemand Eier? Oh, und Speck. Für Speck würde ich töten. Das ist wirklich Lizzie. Sag ich doch. Das kann doch nicht sein. Ach ja, ach Freunde. War witzig, war wirklich witzig. Ja, aber wir können ja noch erzählen, es gibt ja noch ein paar andere Dinge. Naja, ein paar andere Dinge. Wir müssen immer noch so einen infizierten Hort machen. Die haben wir ja schon des Öfteren gefunden, haben sie aber bisher noch nie gemacht. Weil wir immer gesagt haben, das machen wir später, das machen wir später. Aber jetzt ist es so langsam an der Zeit, dass man das eigentlich mal angehen müsste. Und wir haben noch zwei Kampagnen übrig, weil wir die Deluxe-Version haben. Lizzie hat ja sogar die Ultimate-Version von Back 4 Blood und hat damit noch ein paar mehr Skins als ich. Aber die Kampagnen haben wir beide. Und dementsprechend kommen die selbstverständlich noch. Aber ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Also eigentlich könnten wir meinen Plan von vorhin so durchführen. Und ich drücke hier eben auf Aufnahmestopp. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir einen infizierten Herd gefunden haben. Wenn Lizzie zumindest darauf Lust hat. Von mir aus gerne. Ja, dann. Aber dann wissen wir, dass das hier auf jeden Fall eine längere Folge wird. Ja, ich, so lang ging der doch nicht. Der ging doch auch nur 20 Minuten. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, dann. Also nicht viel länger als sonst. So oder so, wir sehen uns gleich hoffentlich. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder, denn wir betreten jetzt den infizierten Herd. Wir haben jetzt einfach den ersten Akt nochmal gestartet. Oh. Und haben da den infizierten Herd in Level 2 gefunden und jetzt geht es los. Haben nicht so besonders geile Waffen, aber eigentlich. Also ich muss sagen, meine Knarre ist halt echt scheiße. Ja, wenn wir das gleich gut machen, dass wir möglichst viel rauskriegen, ist das eh hinfällig, weil dann wechseln wir eh gleich auf Nahkampf. Wenn du dich erinnerst. Ja, stimmt auch wieder, ja, ist korrekt. Wenn wir es nicht gut machen, dann sind wir doof. Ja.
So, die Säuregruben. Finde Schädeltotems im infizierten Herd und tausche sie an einem Ausgang ein, um sie für einzigartige Belohnungen einzutauschen. So, genau. Was haben wir denn hier? Gesundheit festgelegt auf 60. Regeneriere 10% Gesundheit pro Sekunde. Kein Trauma. Okay, okay, okay. Eigentlich sollte das gehen. Oh, hier ist ja, er macht das Ding immer noch nicht kaputt, um hier rauszukommen. Haben sich nie geschert, ob das Abwasser den Boden verseucht. Da nehmen wir das mit. Das nehme ich mit. Und die Waffe ist besser. Komm, dann nehme ich auch die Waffe. Nehmen wir noch ein Lockpick-Ding mit. Und dann entsperre ich noch meine Aufsätze. Ich glaube, hier waren gar keine Lockpick-Dinger. Ich weiß es auch nicht, aber ich nehme jetzt trotzdem eins mit. War noch irgendwas für die 5. Frottbacken war... bringt halt alles eigentlich nichts, außer das da. Der Defi auch. Höchstens. Oder die Munitasche. Ich habe die Munitasche genommen. Okay, also ich wäre soweit. Ja. Ih. Freunde, ich will da nicht runter. Das ist auf jeden Fall ein anderes Ding als das, was wir schon kennen. Ja. Ah, du bist jetzt doch unten. Ja. Da waren genügend Leute unten, da dachte ich, da sollten wir mal runter. Ich hab so das Gefühl, wir sollten nicht in die Säure steigen. Meinst du? Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. So, hier hinten ist ein Bubbelkopf, den nehme ich mir mal mit. Da hinten ist irgendwas. Wie, du lebst noch? Jetzt habe ich ihm den Arm abgeschossen, aber gelebt hat er trotzdem noch. Ist ja auch herrlich. Oh! Lieber! Ja, hier auf der anderen Seite ist noch so ein Tunnel und da sind Waffen, aber ich wollte eigentlich erstmal hier hoch, weil hier. Guck mal, da war nämlich was. Ich sehe hier erstmal den Tallboy. Ach so, das war nur. Ist egal, kannst wieder zurück. Okay, dann geh ich mal hier rüber. Da war nur der Sleeper drin. Ich hab mir was zu essen geholt. Packung Cornflakes, einfach mal so. Ohne Milch, lecker. Ja, ist doch. Also. Besser ja, geht's doch rein. Wie kommt man denn da rein? Ich würde sagen, von hier aus irgendwie. Oder auch nicht. Ach, da war ein Sleeper. Vielleicht kommen wir ja irgendwann. Vielleicht laufen wir ja hinter den Kulissen irgendwann rum. Ich hab mich nicht erschreckt. Dann ist ja gut. Das würde ich niemals tun. Dann ist doch gut. Stell dir mal vor, du hättest dich erschreckt. Das wäre ja peinlich. Ja, das wäre richtig peinlich. Oh, nicht dein Ernst. Du hast es irgendwie nicht so mit den Viechern, ne? Nein. Oh. Ach hier. Jetzt sind da beide so drunter durchgekraucht. Ich dachte irgendwie, da geht's nur drunter durch, aber... Ja, dachte ich auch. Anscheinend nicht. Aber wenn man hier so nach oben guckt, richtig, jam. So, sollen wir nach mächtiger Beute gucken oder eher nicht? Warte mal, was? Wie? Wo? Ah, guck mal, ich kann meine Pickern benutzen. Schön, dann kriege ich keine Debuffs. Leichtes MG. Ja. Und wo sind wir denn? Sind wir gerade von hier aus gekommen? Ich glaube ja. Oh! Ein Kolben. Taser. Geronimo. Lauf. Lernfalle hier. Schatzi, willst du... Schatzi, anstatt I zu sagen, willst du gucken, ob hier noch irgendwelche Aufsätze für dich dabei sind? Nein, hier, jetzt nehme ich nicht. Das nehme ich. Ziemlich gute Sachen, aber gut, dann nicht. Guck an die Decke, was hier so runterhängt. Ich weiß, da kommen die Infizierten raus. Ich habe das schon beobachtet. Okay, also hier ist was zum Aufmachen. Reiß das mal auf. Oh, ich habe das erste Schädeltotem gefunden. Oh, toll, jetzt. Ich habe den ersten Bösi gefunden. Jetzt, wo ich eine gute Waffe habe, habe ich das Schädeltotem gefunden. Ja, ist klar. So, ich nehme es mit. Ja, ich kann das auch gerne nehmen. Nee, alles gut. Ich nehme das schon. Menschlich und menschlich. Du hast das schon? Ja, ja.
Ich hab doch gesagt, ich nehme das schon. Das war, ja, gut, als ich es genommen habe. Ja, hier lang. So, und genau das ist es nämlich. Man muss diese Schädeltoten. Oh! Willst du mich umbringen? Stand einfach einer hinter mir. Oh, ich habe ein Achievement gekriegt. Was für ein Achievement? Töte 10 Infizierte mit einem Schädeltotem. Ah ja. Das ist doch nice. Irgendwas kotzt hier ganz gehörig. Überbleibsel. Nee. Hier drüben, ein Taper. Hier drüben, ein Taper. Ich mach hier aber auf, ne? Mal gucken, was dahinter sitzt. Irgendwas Würgendes. Ach, du bist es. Das wirkt nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Trinken. Nimm mal hier mal auf. Uff damit! Ja, mach mal auf. Ja, und wie man oben in der Mitte sehen kann, kann man hier. Ach, guck mal, hier habe ich mein erstes Schädeltotem her. Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Auch gut, aber hier kommt man besser raus. Aber wo geht's denn dann lang? Hier! Da drüben. Ach jo. Sicher? Ja, wir müssen zurück und dann auf die andere Seite. Oh, okay. Ah, ja, ja, ja. Hat mich ein bisschen erschrocken, mein Freund. Lebst du noch? Ja, ja. Zum Teufel. Da oben geht's halt richtig ab gerade, deshalb. Frag ich. Oh Gott, ich wurde angefackelt. Oh, und angeburnert. Nö, alles gut. Ich hab die beiden Tallboys und den Lobber alle mit dem Schädeltot immer schlagen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier genau durch mit. Ew, man frisst nicht seine Freunde. Das behalte ich. Der hat hier den Haufen gefressen. Naja, wenn er Bock drauf hat. Lass ihn doch. Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Das machen wir nicht. Du weißt, wie man damit schießt. Du bist in der Säure. Ja, ich weiß, aber ich wollte den Snitcher. Damit der nicht brüllt. So. Wow, die Schädeltotems, die knallen ordentlich rein. Wahrscheinlich ist das der Grund. Oh. Ich hab was gehört. Aua. Mann, ey. Mach ich schon. Oh. Komm, verschwinde doch einfach. Oh, hi, Tallboy. Man braucht nur zwei Schläge, dann ist ein Tallboy down. Das ist. Oh! Weißt du, stehen die neben mir und machen nichts. Ich hab's auch gesehen. Unsere Bots sind manchmal echt so nützlich wie ein Kropf. Ich hab die Schnauze voll von dir, Junge. Oh no. Wo kommen denn die ganzen Viecher her? Da hinten. Aus dem Gang. Ich wundere mich einfach nur, weil wir eigentlich gerade gar keine Hordenzeit haben. Wie Hordenzeit? Geronimo! Oh! Und meins. So, hier. Also, hier rein. Oben ist eine Leiter. Ah, wir sind durch, theoretisch. Aber das wollen wir ja gar nicht. Hier ist ja noch mehr. Hier ist sogar ein Gang. Also, eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich schmeiß das Schädeltotem dahin. Ich hoffe, es despawnt nicht. Ja. Verdammt. Ich hoffe, das funktioniert so. Also ich hab's jetzt dahin gelegt. Wenn okay, dann hoffen wir, dass das funktioniert. Ich glaube, solange wir nicht sterben, könnte das funktionieren. Diese Bots, ne? Ja, wir waren doch zusammen jagen, ich erwarte mehr. Beim Jagen bist du mir auch nicht andauernd in die Flinte gelaufen, du alter Pisser. Wer hat das vom Totem gesagt? Hier ist kein Totem. Ach, da oben. Oben ist das Totem. Hot ist lieber. Nein!
bin die ganze Zeit in der Säure drin. Hast du's? Nee, hab ich noch nicht. Ja, nimm ruhig. Oh, da ist was. Ah ja, genau, du hast die schon. Hinter uns war ein Floaty, aber der ist auch schon down. So. Irgendwo piept's hinter. Ja, ja, das... Das Problem ist, du kriegst den Damage halt auch mit, ne? Wenn du drin stehst. Ach, man kann diese ekelhaften Gaumenzäpfchen kaputt machen. Erschießen? Ja, ich weiß. Wusste ich gar nicht. Aber nur, wenn die zittern. Pass auf, wo du hinschießt. Oh, jetzt Nein! Oh. Ich muss erst mal hoch, ey. So. Hinter dir! Ihr geht mir alle auf den Sack! Wo war denn nochmal der Ausgang? Weiß ich nicht. Ne, wir sind hier wieder am Eingang. Das ist das, wo wir dahinter geguckt haben und nicht wussten, wie man rankommt. Da hinten liegt ein Totem. Das wird mir angezeigt. Ganz hinten. Ach, ich. Ich wollte das nämlich einfach dahinter packen. Wo ganz hinten? Das Gelbe, was da so leuchtet. Da hinten. Ach, das. Ja, dann ist da auch der Ausgang. Das ist das Totem, was ich da... Dann ist das 100% das Totem, was ich da hingelegt habe. Ja, dann würde ich da hingehen und das dazu schmeißen. Ja, du brauchst es ja nicht mal dazu schmeißen. Die NPCs sammeln eh keine Totems auf. Rein theoretisch können wir raus. Oh ja, dann machen wir so. Dann muss ich nur zuerst. Ah, ich habe das dritte gefunden. Ich hab das gehört. Ja, dann nimm mit. Wenn du es eh schon hast. Ah, ich habe den ausgewogen. Ausgewogene Mahlzeit habe ich gekriegt. Wahrscheinlich habe ich so und so viele Essen gefuttert. Wahrscheinlich hier lang. Verschwindet! Wir müssen hier bloß einmal. Oh! Fliege! Hast du das Vieh? Ja, geht. Mero! Danke, Jim. Mein Totem! Wir können hier nicht hoch. Wir müssen einmal. Außenrum. Oh, die ja, hat dann wieder. Gehen wir einmal außenrum. Aber ich weiß nicht, wie man außenrum kommt. Nur nicht in die Augen kriegen! War das dann hier? Ja, hier war das. Ja? Glaube ich. Oder? Oder nicht? Nee, hier war es nicht. Jetzt vorbei ist. Hooray, hooray. Ja, dann war es da 100% hier lang. Ja, hier, das sieht gut aus. Jetzt hier rechts rum. Ja, das sieht gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Es sieht total kacke aus. Aber ich wollte mal so tun, als würde das hier gut aussehen. Okay, ich bin verwirrt. Es ist voll das Labyrinth hier. Es ist lächerlich. Wenn man hier lang geht, war hier ein anderes Totem. Hilfe. Komm mal. Aber. Hey! Sorry! Bin ich aber hier oben, rechts oben drüber? Oh, das könnte sein. Das scheint nicht der Weg zu sein, den ihr genommen habt, aber es geht. Aua! Schatz, kannst du mal aufhören, mich zu schlagen? Das ist ein Ding mit E! Die ganze Zeit verprügelt mit Stachelkeulen. Wir sollten weiter. Kann ich euch so ein Ding in die Hand drücken? Nee, ne? So. Ja, führt ihr eh keinen Weg dran vorbei. Wir haben halt keinen dritten, der Sachen mitnimmt. Ja gut, dann. Musst du die aufnehmen. Achso, das. Es geht. Man kann beide aufnehmen. Cool. Ja, nice. Man schraubt die dann aneinander. Ja, so ist das natürlich auch machbar.
So, also Freunde, ihr habt jetzt gesehen, das sind die infizierten Herde. Beim anderen hatten wir ein riesengroßes Labyrinth, wo man irgendwie tief nach unten fallen konnte und sowas. Da haben wir aber auch nur ein einziges Totem rausgekriegt. Also das hat sich nicht so gelohnt, weil wir da einfach den Ausgang genommen haben, als wir ihn gefunden haben. Dazu muss man aber auch sagen, wir haben das genau nach dem Anfang gemacht. Wir haben das genau nach dem Anfang gemacht und wir haben das gemacht, kurz bevor du zum Training musstest. Wir hatten gar nicht so viel Zeit. Ja, stimmt auch wieder. So, ich müsste zwar jetzt auf Bereit drücken, aber theoretisch würde ich sagen, gehen wir gleich raus aus dem Durchlauf, weil wir müssen ja hier Kampagne 1 nicht zu Ende spielen. Ja, stimmt. Und dann können wir uns eben noch mit euch zusammen angucken, wie das ausschaut. Oh, die Rückkehr des Teufels. Ja, ich erinnere mich. Die Rückkehr des Teufels? Was war das denn nochmal? Das war, wo man jetzt zu dem Schiff geht. So. Aber Spiel verlassen. Und dann können wir uns zusammen angucken, was man sich für die Schädeltotems denn kaufen kann, weil die haben ja eine eigene Nachschubroute. Ja. Und wir müssten ja jetzt 4 haben dann. Mhm. Eine vom letzten Mal und die 3 von jetzt. Aber das ist gut zu wissen, dass man die Dinge aneinander schrauben kann. Ja. Also kann man theoretisch auch alleine die Schädeltotem-Sachen machen, wenn man es denn darauf anlegen würde und trotzdem die ganzen, alle Totems raustragen. So, da haben wir's. Oh, wir können uns nur einen. Du brauchst ganz schön viele. Ja, ich sehe es auch gerade. Hollalalala. Naja, den ersten können und kann ich mir kaufen. Kraftschlag. Ja, fit wie ein Turnschuh bei mir. Tja. Oh Gott, das letzte Outfit sieht so gut aus. Was hast du denn da? Ich habe was Komisches für Mom. Ich habe angegrauter Jäger für... Ich glaube, dein Charakter könnte das sein. Ich habe widerstandsfähig für Mutti. Naja, ich kaufe mir den Kraftschlag. Und ich habe Krauses auf dem Feld für die komische Bogenschützin da. Ja, gut. So. Gut, Freunde. Ich würde mal sagen, das wär's für heute. Dann habt ihr jetzt auch mal dieses Schädeltotem-Zeug gesehen, diese infizierten Herde. Und wir haben das Hauptgame durchgespielt. Dann gucken wir uns beim letzten Mal das hier löschig. Ja, den Durchlauf löschen wir. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal Akt 5 an. Das werden sicherlich auch so noch 2 Folgen. Akt 6 dann auch noch 2 Folgen. Und dann sind wir auch schon durch mit der ganzen Sache. Also lang. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, das hat bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ja, das hat's. Das hat's. Wir haben nur beide. Ja, also ich finde, ich bin minimal enttäuscht vom Ende, vom letzten Level. Weil das war jetzt irgendwie nicht so. Wir sind zwar einmal gestorben, aber das war jetzt nicht kein Kampf, der eines Endes würdig wäre. Ja, das finde ich auch. Wenn man schon so einen riesig fetten Bossgegner einfügt, dann will ich, dass der Kampf sich auch richtig episch anfühlt und nicht, oh, wir laufen dem mal in den Gängen hinterher und gucken, wo der seine roten Bubbles hat. Ja, das stimmt. Das war mir einfach nicht episch genug. Spaß macht das trotzdem, aber das Ende war mir nicht episch genug. Also ich muss tatsächlich sagen, es hört sich ein bisschen böse an. Es ist was ganz, ganz anderes als Left 4 Dead. Und es macht auf seine ganz, ganz eigene Art und Weise super viel Spaß. Aber ich glaube tatsächlich, für so zwischendurch würde ich immer Left 4 Dead bevorzugen. Ja, sehe ich genauso. Für größere Runden mal mit Freunden oder so kann man das auch gerne machen. Aber so an sich, für mich zwischendurch, würde ich immer Left 4 Dead nehmen. Ich unterschreibe das. Left 4 Dead ist und bleibt an einem besonderen Platz im Herzen. Aber Spaß macht's trotzdem. Versteht uns also nicht falsch, bitte. Nee. Also, das Spiel ist super. Ist wirklich. Es ist halt bloß ganz anders mit diesem Kartensystem. Und wenn man das erstmal raus hat, kein Ding. Aber man darf auch eine Sache... Ich finde, es ist taktischer. Es ist halt viel taktischer. Es ist wirklich, es ist wesentlich taktischer, die Sachen mit den Bossgegnern. Naja gut, im Prinzip gibt es ja auch bei Left 4 Dead Bossgegner die Tanks, aber es sind halt keine richtigen Bossgegner. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich glaube, so ein Tank ist mit einem Ogre zu vergleichen, aber halt nicht mit Bossgegner Nummer 2. Nicht mit der Hack, nicht mit dem Breaker und erst recht nicht mit diesem großen Tentakelvieh jetzt ganz am Ende. Ja. Oder... Eigentlich ist der Tank eher der Breaker als der Ogre, wenn wir ganz, ganz ehrlich sein wollen. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Naja, gut. Ich glaube, wir haben für heute genug geredet. Überlassen wir den Rest Zukunfts-Olli und Zukunfts-Lizzie. Und ich hoffe, Akt 5 und Akt 6, obwohl es in Anführungszeichen nur DLCs sind, machen trotzdem genauso viel Spaß wie das Hauptgame. Yay! Juti, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Bis dann. Tschüss!